Mal aus dem Europäischen Astronautenzentrum. Er ist live in Houston, wie Sie das sehen können auf den Screens. Das ist übrigens einfach nur eine Autogrammkarte, die ich von Alexander habe. Weil wir auch live im Internet sind, in Livestream auf der ESA-Webseite www.esa.de. Und wir können Alexander Gerst schon sehen. Alexander Gerst, Jules Grancier hier, kannst du mich hören? Ich kann dich sehr gut hören. Guten Morgen, Jules. Oder guten Tag, besser gesagt. Guten Tag, guten Morgen. Danke, dass du so früh aufgewacht bist, um mit uns zu sprechen heute. Wir haben viele Journalisten, die da sind, um Fragen zu stellen. Wenn wir ein bisschen, Micha, den Ton höher machen können für Alexander Gerst. Und gleich geht es los. Ich suche Andreas mit den Augen mit der ersten Frage. Fabrizia Prkacin vom Nachrichtensender NTV. Schönen guten Morgen nach Houston. Bei Ihnen ist es ja noch ganz früh, kurz vor 7, so viel ich weiß. Herr Gerst, Sie sind schon weit gereist. Jetzt soll die Reise bis ins Weltall gehen. Was meinen Sie, wird die größte Herausforderung für Sie dort oben sein? Naja, als Mensch hat man natürlich erstmal in der Schwerelosigkeit damit zu kämpfen, dass alles anders ist, unintuitiv. Das heißt, man schwebt, man kann sich nicht einfach von A nach B bewegen, wie man es sein ganzes Leben lang gewohnt ist. Das heißt, man muss sich erstmal, ja, man braucht erstmal seine Schwerelosigkeitsbeine. Das habe ich auch immer wieder gehört von den Astronauten, die vor mir geflogen sind, dass man am Anfang so die erste Woche erstmal so ein bisschen unbeholfen ist und dass das dann langsam besser wird und dann erst so nach ein, zwei Wochen man wirklich zum Experten wird, sich davor zu bewegen. Das ist natürlich eine Herausforderung, dann auch so das tägliche Leben ist natürlich auch anders. Man muss sein Essen anders zubereiten. Man muss im Prinzip auf alles schauen, dass es nicht wegfliegt. Alle Ausrüstung, die man hat, alles Werkzeug. Man kann es nicht einfach mal nur so irgendwo hinlegen. Ich denke, das ist schon erstmal eine kleine Herausforderung, sich auf das Leben im Orbit einzustellen. Wir wissen, die Raumfahrt, das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und stellen wir uns vor, das Verhältnis zwischen Russland und Europa würde sich noch mehr abkühlen. Es würde Funkstille herrschen. Und die Option wäre, Sie könnten jetzt erstmal nicht zurück auf die Erde kommen. Wie lange reichen Ihre Vorräte zum Beispiel an Sauerstoff dort oben? Wie lange könnten Sie es auf der ISS aushalten? Ja, das Tolle an der ISS ist ja, dass es ein Projekt ist, das wirklich so international ist, dass so viele Länder dran mitgebaut haben, dass jeder da so viel investiert hat, dass es auch jedem so viel wert ist, dass es sich in der Vergangenheit als Stabilisator sehr bewährt hat oder im Prinzip auch das gesamte Weltraumprojekt. Also man hat da auch gesehen, dass auch in den Zeiten des Kalten Krieges gab es das Apollo-Soyuz-Projekt, die Nationen haben im Weltraum zusammengearbeitet. Und daran sieht man im Prinzip, wie wertvoll wirklich die internationale Raumstation und das Weltraumprojekt an sich für die Länder auf der Erde ist und dass man da sich auch nicht beeinflussen lässt von tagespolitischen Dingen. Von dem her bin ich sehr zuversichtlich, dass die internationale Kollaboration auf der Raumstation auch in Zukunft weitergehen wird. Das haben beide Partner auch schon gesagt. Das heißt, wir freuen uns darauf, als internationale Crew da hochzufliegen und wirklich auch den Ländern der Erde zu zeigen, was wir dabei auch zu verlieren haben an all dem, was wir da oben zusammen machen, was für tolle Resultate wir da mit wieder zurückbringen. Die Raumstation selber ist natürlich im Prinzip immer auf Notfälle eingestellt. Das heißt, wir trainieren dafür natürlich auch. Und einer der Notfälle ist natürlich auch, dass sich auch unsere Rückkehr eine Weile verzögern kann, aus einem technischen Grund zum Beispiel. Und dafür haben wir sehr viel Sauerstoff an Bord. Ich denke, ich habe die Zahl nicht genau im Blick, aber wir sind da für mehrere Monate ausgestattet mit Sauerstoff, mit Wasser, mit Lebensmitteln, die wir brauchen, mit Treibstoff, die wir zum Beispiel brauchen, um Weltraumschrott auszuweichen in manchen Fällen, wie es zum Beispiel jetzt heute Nacht der Fall war. Gerade für solche Dinge sind wir versorgt und deswegen braucht man sich da keine Sorgen machen, dass man, wenn man mal aus irgendeinem technischen Grund ein paar Wochen später zurück zur Erde kommen müsste, dass man da keine Ausrüstung oder ja, nicht genügend Lebensmittel hätte. Florian Hildebrand, Bayerischer Rundfunk in München. Hallo, Herr Gerst. Eine Frage ist, bringen Sie irgendwelche speziellen Experimente mit,
Guten Morgen. Die Sie dann in Columbus dann fortführen werden, oder machen Sie praktisch die Kontinuität von bereits vorhandenen Experimenten? Ja, beides. Das ist im Prinzip eine sehr gute Frage. Wir haben in unserem Inkrement oder auf unserer Expedition, ich denke, 162 Experimente an Bord, die wir durchführen werden. Und da sind einige dabei, die ganz neu sind. Da ist zum Beispiel der europäische elektromagnetische Levitator. Das ist ein Untersuchungsschmelzofen für neue Legierungen. Das ist ein ganz neues Experiment, wo wir wirklich Eigenschaften, physikalische Eigenschaften der zukünftigen Legierungen untersuchen, die wir dann vielleicht in 10 Jahren in Automotoren oder in Flugzeugtriebwerken finden. Wir haben aber auch Experimente an Bord, die wir in langen Zeitreihen durchführen, wo es zum Beispiel darum geht, wie wir den Knochenschwund besser verstehen können. Knochenschwund ist ja, Osteoporose ist ja eine Krankheit auf der Erde, die sehr viele Leute betrifft. Und auf der Raumstation haben wir die quasi als Astronauten vorübergehend, wenn wir uns in der Schwerelosigkeit befinden. Das heißt, unsere Knochen bauen sich zurück und das eröffnet uns gute Möglichkeiten, das zu untersuchen und eben Kranken auf der Erde damit zu helfen. Und dafür brauchen wir lange Zeitreihen. Das heißt, wir haben Experimente, die von mehreren Astronauten durchgeführt worden sind, die führe ich dann auch durch und die werden auch nach mir dann meine Kollegin Samantha Cristoforetti durchführen. Und ich habe gerade gehört, dass jetzt zeitgleich in Paris einer meiner Kollegen für eine ISS-Mission nominiert wird. Das heißt, in dem Fall wird er das dann in der Zukunft durchführen. Und so hat man sichergestellt, dass die Wissenschaftler statistisch relevante Daten bekommen. Nochmal, Hildebrand. Das heißt also, dass auf dem Columbus-Raumlabor die Experimente dann auch weiterlaufen, auch wenn kein ESA-Astronaut oben ist. Ja, das ist korrekt. Ich bin ja ESA-Astronaut, aber trotzdem Teil des US-amerikanischen Segments. Die ESA hat da ja einen Anteil von 8,2% an der internationalen Raumstation. Das heißt, ich bin 8,2% ESA-Astronaut in der Zeit. Und den Rest von der Zeit mache ich auch Experimente für die US-amerikanische Seite. Und wenn kein ESA-Astronaut an Bord ist, dann machen die US-amerikanischen Astronauten auch Experimente in Columbus. Natürlich ist es so, dass man als ESA-Astronaut dann letztendlich doch ein bisschen mehr Zeit in Columbus verbringt, weil sich die Experimente dann so ein bisschen gruppieren in der Zeit, in der man als ESA-Astronaut in Orbit ist. Aber Columbus ist immer in Betrieb. Und es ist auch so, dass eigentlich die meisten Experimente hunderte von Stunden in der Woche autonom laufen. Das heißt, wir als Astronauten greifen in viele der Experimente nur ein, wenn wir sie installieren oder wenn was schief geht, wenn man Dinge ein bisschen neu gruppieren will, wenn was Unerwartetes rausgekommen ist, wenn der Wissenschaftler im Boden zum Beispiel einen unerwarteten Effekt beobachtet hat, er möchte das Experiment so ein bisschen umgruppieren, dann greifen wir ein, dann bringen wir vielleicht auch so ein bisschen Intuition mit rein und machen Vorschläge, wie man das nochmal starten könnte, das Experiment. Aber die meiste Zeit laufen viele der Experimente tatsächlich autonom, kontrolliert von der Bodenkontrolle. Das heißt, ich habe da vielleicht einmal in der Woche für eine Stunde was mit zu tun und dann läuft das 2 Wochen auch komplett ohne mein Zutun. Frank Waltel, Radio Köln. Guten Tag, Herr Gerst. Wenn man Sie so sieht, diese leuchtenden Augen, dieses breite Grinsen, was im Grunde genommen von Pressekonferenz zu Pressekonferenz deutlicher wird, dann sieht man die Vorfreude. Und diese Sehnsucht nach den Sternen, die tragen Sie ja quasi seit Ihrer Kindheit schon mit sich rum. Können Sie überhaupt in diesen Tagen öfter mal an Ihren Großvater denken? Ja, mit Sicherheit. Da hat er ja einen wesentlichen Anteil dran, auch meine Eltern, als ich klein war, dass sie mir meine Neugier nie ausgetrieben haben, dass sie das gefördert haben, wenn ich Fragen hatte zu unserer Erde, zu unserer Umwelt, zu den Sternen, ob man dahin fliegen kann. Und das ist natürlich schon in mir, wenn ich daran denke, dass ich dank meinem Umfeld
wirklich so weit gekommen bin. Auch dank toller Lehrer in der Schule, die das in mir gefördert haben, dass ich mich für Wissenschaft interessiert habe. Dank toller Mitarbeiter, Professoren und Lehrern an den Universitäten, die das gefördert haben. Dass ich dank so vielen Leuten um mich herum, die mir geholfen haben, die Möglichkeit bekommen, in den Weltraum zu fliegen, das vergesse ich natürlich nicht dabei. Und aus dem Grund würde ich dann eben auch gern einen Teil von dieser Perspektive wieder mit zurückbringen und zurückkommen nach meiner Mission zur Erde und den Leuten erzählen, wie es sich denn anfühlt, hinaus in den Weltraum zu fliegen. Man kommt den Sternen ja nicht sehr viel näher, aber ich denke, gefühlt schon um einen großen Schritt. Und das ist mir sehr wichtig, diese Perspektive wieder mit zurück zur Erde zu bringen. Sie haben gerade auch schon eine Frage zur Krim-Krise beantwortet, indirekt. Inwieweit ist das für Ihr internationales Wissenschaftsteam ein Thema? Also Sie selbst sagten ja mal, eine der größten Sachen in Ihrer Ausbildung war eben halt das Russisch lernen, die vielen neuen Freunde. Inwiefern spricht man darüber, diskutiert? Ja, hier beim Training ist es nach wie vor so, dass wir als internationale Crew trainieren. Wir sind gute Freunde. Sie müssen sich das so vorstellen, dass ich mit meinem amerikanischen und russischen Teamkollegen schon seit 2,5 Jahren zusammen trainiere. Wir waren zusammen bei minus 30 Grad im Wald ohne Zelt unterwegs, mussten uns durch Feuer warm halten. Wir haben Wochenenden miteinander verbracht, haben unseren Familien unser jeweiliges Land gezeigt. Das ist eine tiefe Freundschaft, die sich da entwickelt. Und das zeigt so ein bisschen die Zusammenarbeit auf Arbeitsebene dieser großartigen Kooperation der internationalen Raumstation. Die hat sich auch in der Vergangenheit von tagespolitischen Ereignissen nicht wirklich beeinflussen lassen. Dafür haben wir einfach als Menschen zu viel investiert in diese Raumstation. Dafür ist sie zu wertvoll. Wir sehen, was wir daraus zurückbekommen. Wir haben wissenschaftliche Versuche, die wir einfach nur auf der Raumstation durchführen können. Da gibt es keine Möglichkeit, die auf der Erde durchzuführen. Wir haben den ersten Schritt raus in den Weltraum. Wir lernen an Bord der Raumstation, wie wir wirklich für lange Zeit in den Weltraum fliegen können. Das ist unser Versuchslabor für spätere Reisen zum Mars, zum Mond, zu Asteroiden. Und diese internationale Raumstation, die fliegt einfach nicht, wenn man die Hälfte abschneidet. Das heißt, wir als Menschen sehen daran, was wir zu verlieren haben. Wir können uns das gar nicht leisten, die aufzugeben. Und deswegen ist es auch kein Thema hier. Also man merkt das hier beim Training, dass das nach wie vor unverändert als gute Kooperation funktioniert. Und das hat man in vergangenen Zeiten gesehen, dass das so funktioniert. Und deswegen mache ich mir da überhaupt keine Sorgen, dass das auch in Zukunft so weitergehen wird. Michael Schinkel von Sat.1. Hallo Herr Gerst. Ich habe noch mal zwei Fragen. Und zwar, mich würde mal interessieren, wie aufgeregt sind Sie denn? Guten Morgen. Ja, das variiert natürlich. Man schafft es natürlich nicht, den ganzen Tag aufgeregt zu sein, 2 Monate vorm Start. Es war aber tatsächlich so, dass als ich vor 6 Monaten als Backup-Crew in Baikonur war, und man ist da ja immer als Crew für die internationale Raumstation ist man ja immer Backup für die Mannschaft, die ein halbes Jahr vor einem fliegt. Und da sieht man das ganz genau, wie die Mannschaft sich dann für den Start vorbereitet. Das sind ja auch Freunde von mir gewesen, mit denen ich jahrelang zusammen trainiert habe. Man ist mit denen in derselben Unterkunft untergebracht, hat zusammen nochmal Frühstück, man hilft ihnen beim Anziehen des Raumanzuges, man hilft ihnen beim Einsteigen in die Rakete und dann sieht man die da wegfliegen. Und zu dem Zeitpunkt fand ich es schon wirklich aufregend. Da war ich so weit, dass ich gesagt hätte, also wenn mir jetzt einer einen Sitz anbietet in dieser Rakete und sei es nur oben drin im Wohnmodul, irgendwo auf einer Kiste, ich würde mitfliegen. Da merkt man das auf alle Fälle. Dann, wenn man zurückkommt ins Training, dann hat man erstmal die Trainingsumgebung um sich herum, die man in den letzten 2 Jahren hatte. Dann kühlt das natürlich wieder ein bisschen ab. Aber ich bin mir sicher, wenn ich dann auf dieser Rakete sitze, selbst eingestiegen bin, mit der Hilfe von meiner Backup-Crew dann in Baikonur, ich denke, da wird sich so ein bisschen Aufregung nicht vermeiden lassen. Man sieht die Begeisterung in Ihren Augen. Worauf freuen Sie sich denn am meisten? Yeah.
Ja, es gibt natürlich einiges, auf das ich mich freue. Ich fand es als Entdecker, als Abenteurer und Wissenschaftler immer toll, neue Grenzen zu finden, ein bisschen mehr Licht in die Dunkelheit zu bringen für Menschen, Sachen rauszufinden, die wir vorher noch nicht kannten. Und das ist was, auf das ich mich sehr freue, dass ich da hochfliegen kann, wissenschaftliche Experimente durchführen kann, die wirklich relevant sind für uns hier auf der Erde, dass ich vielleicht, ja, Osteoporosenkranken helfen kann, neue Legierungen finden kann, die Technologie bei uns weiterbringt, um Treibstoff zu sparen, wirklich ja vielleicht auch ja neue Technologien zu erfinden. Wir haben ja sehr viele Experimente an Bord, die wirklich an der vordersten Front der Technologie, der Technik arbeiten. Und das hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht. Das heißt, das ist was, auf das ich mich sehr freue, dass ich da ein Teil davon sein kann. Und letztendlich ist es natürlich so, wenn man in den Weltraum fliegt, dann hat man diese einzigartige neue Umgebung um sich herum, die Schwerelosigkeit. Das ist was, was uns Menschen sonst so nicht zugänglich ist. Und zu guter Letzt und vielleicht als wichtigsten Punkt ist es für mich persönlich der Blick zurück auf die Erde, dass man aus dem Fenster schaut und dann unseren Planeten als Kugel sieht. Von dem Abstand der internationalen Raumstation ist es natürlich keine kleine blaue Kugel, die man aus der Entfernung sieht, aber es ist eine sehr große blaue Kugel, die da unter einem oder über einem, wie man es nennen will, hängt und die man plötzlich sieht und ganze Kontinente, die man vorher nur aus dem Schulatlas kennt, dann plötzlich mit seinen eigenen Augen sieht. Und das ist eine Perspektive, auf die ich mich sehr freue, auf die ich schon mal sehr gespannt bin. Wenn man doch immer wieder überrascht ist, denke ich, wenn man das sieht, dass man plötzlich Ländergrenzen gar nicht sieht, dass man ja die Kontinente so sieht, wie sie existieren und nicht so, wie man sie aus dem Schulatlas kennt. Ich denke, das bedarf erstmal ein bisschen Orientierung, bis man sich überhaupt da zurechtfindet. Und ja, das ist eine Perspektive, die ich wirklich gerne auch wieder mit zurückbringen möchte. So, letzte Frage von mir. Können Sie private Dinge mitnehmen? Wenn ja, was muss da unbedingt mit? Ja, man kann ein bisschen Privates mitnehmen. Man hat so ein Kontingent von 1,5 Kilogramm. Das ist so eine kleine Plastiktüte im Prinzip, die man mitnehmen kann. Man braucht aber eigentlich gar nichts. Also man ist auf der Raumstation mit allem ausgestattet, was man so fürs tägliche Leben braucht. Von der Wäsche bis zu den Lebensmitteln, bis zu Zahnseide und Zahnbürste ist alles schon dort. Das sucht man sich Jahre oder ja, Monate vorm Start aus, welche Sachen man da mitgeschickt bekommen möchte, und das organisiert dann die NASA und die ESA für einen. Die privaten Dinge, die sind eigentlich nicht notwendig, und deswegen habe ich da gar nicht so viel dabei. Ich habe letztendlich gesehen, was mir wichtig ist, sind so Erinnerungsstücke, die mich an meine Freunde, an meine Verwandten hier auf der Erde erinnern und so ein bisschen, ja, einen Bezug herstellen zur Heimat. Ich habe viele Fotos dabei von Urlauben, von meinen Freunden, wie gesagt, die ich da in meiner Schlafstation oder meiner Lebensstation da auf der Raumstation, man hat ja so ein bisschen Platz für sich selbst, das ist so die Größe von einer Telefonzelle, die ich da aufhängen kann und ja, so ein bisschen Anker habe zurück zur Erde, dass ich nicht vergesse, wo ich eigentlich herkomme. Herr Gerst, nochmal Hildebrand vom BR München. Nochmal zurück zur Forschungsabteilung, also zum Forschungsmodul Columbus. Die Amerikaner haben ja ein eigenes Forschungsmodul, Destiny, oben. Aber ich habe so den Eindruck, dass eigentlich Columbus am meisten bespielt wird und Destiny sehr viel weniger. Und die Russen haben ja, glaube ich, überhaupt noch kein Forschungsmodul oben. Ist es denn tatsächlich so, dass die ESA die meiste Forschung auf der ISS betreibt? Nee, die ESA hat einen Teil der Forschung, der relativ groß ist, da haben Sie recht, aber es ist nicht der größte. Also ich bin ja Spezialist auf dem japanischen Forschungsmodul, das Kibo-Laboratorium. Dann bin ich Spezialist für Columbus und mein Crew-Kamerad Reed Wiseman, der ist Spezialist für das amerikanische Destiny-Laboratorium. Da finden schon auch viele Experimente statt. In Destiny ist natürlich auch die ganze Avionik, das heißt die Steuerungskomputer für die Raumstation untergebracht. Das heißt, da hat man noch andere Funktionen, die man in dem Labor durchführt. Deswegen ist das vielleicht nicht ganz so prominent, aber es gibt schon wirklich auch sehr viele interessante Experimente auf amerikanischer Seite, die wir durchführen. Ich habe mal gesehen, auf der Expedition
3940, das ist jetzt die, die gerade im Prinzip am Laufen sind, hat die ESA, ich glaube, um die 3040 Experimente an Bord. Das werden während meiner Expedition so ein bisschen mehr werden noch. Und Sie haben recht, auf der russischen Seite ist das Labormodul noch nicht gestartet. Das ist in den Startlöchern, das ist im Prinzip gebaut. Das wartet darauf, nächstes Jahr zur Raumstation zu starten. Bis jetzt haben die kleinere Experimentiermodule, wo sie Versuche durchführen, aber nicht in dem Rahmen, in dem wir es natürlich im europäischen Columbus-Labor können, das ja wirklich als reines Experimentierlabor gebaut worden ist und wo diese Experimentierschränke da drin im Prinzip jeder Experimentierschrank von sich repräsentiert die Möglichkeiten, die man auf der Erde in einem ganzen Laborgebäude hat. Und das ist natürlich aufregend. Da kann man natürlich sehr viel mehr auch gleichzeitig durchführen von den Experimenten, ja. Es sind ja neue Experimente geplant, Experimente, die in Richtung Klimafolgenabschätzung, Klimafolgenanalyse gehen. Können Sie da bitte was Näheres erzählen dazu, bitte? Ja, wir haben an Bord der Raumstation und auch außerhalb von Columbus Kameras installiert, mit denen wir permanent die Erde im Prinzip überwachen. Wir haben auch als Mannschaft der Raumstation die Möglichkeit und den Vorteil gegenüber jetzt einem Erdbeobachtungssatellit, dass wir sehr schnell reagieren können. Das heißt, wenn irgendwo was passiert auf der Erde, das ein Ausmaß hat, dass man eben von der Raumstation aus sehen kann, wie zum Beispiel ein Feuer, ein Erdrutsch, Überflutungen, Vulkanausbrüche, dann können wir die von der Raumstation aus fotografieren. Und da haben wir die Flexibilität, dass wir die aus einem Blickwinkel fotografieren können, die es bei Erdbeobachtungssatelliten nicht gibt. Das heißt, man kann einen obliegen Blickwinkel, also einen schrägen Blickwinkel auf die Erde runterschauen. Man kann die zum Beispiel in der Sonnenreflexion fotografieren. Das ist eine Technik, die sehr viele Details zutage fördert, die man sonst auf anderen Bildern nicht sieht. Also können wir solche Sachen fotografieren und eben dokumentieren. Und eben auch automatisch wird das aufgenommen von Kameras um Columbus herum. Und wir haben da ein Projekt, das nennt sich Earth Guardian und Columbus Eye, mit denen wir diese Kamerabilder zur Verfügung stellen und eben auch für Schulen und Schulkinder zur Verfügung stellen, damit die dann im Unterricht bearbeitet und besprochen werden können. Und das ist unser Zugang, wie wir sicherstellen, dass wir so ein bisschen diesen Blickwinkel von außen auf unseren Planeten mit zurück zur Erde bringen und anfangen, darüber nachzudenken, was mit unserem Planeten passiert, wenn wir bestimmte Dinge anstellen, dass wenn wir ja einem Schiff erlauben, Öl zu verklappen im Meer, dass das nicht einfach nur so verschwindet, sondern dass das ja hunderte Kilometer lang die Umwelt verschmutzen kann, dass wir, wenn wir Feuer haben, dass wir, wenn wir unseren Wald abroden, dass wir mit den Konsequenzen ja zu kämpfen haben für Jahre und Jahrzehnte. Und das ist eine wichtige Sache, die man von da oben dokumentieren kann. Und da freue ich mich auch wirklich sehr drauf, dass ich da ein Teil davon sein kann. Dirk Wagner vom Hessischen Rundfunk hr-info aus Frankfurt. Schönen guten Tag, Herr Gerst nach Houston. Sie haben vorhin erzählt, dass viele der Experimente an Bord der ISS auch zum Großteil automatisch ablaufen, dass Sie da als Astronauten nicht immer an jedem Experiment zugange sein können. Jetzt könnte man sagen, gut, da setzen wir den Alexander Gerst doch vor einen Computer oder vor einen Joystick am Boden. Wie würden Sie aus Ihrer Motivation das zu machen heraus beschreiben, warum es wichtig ist, dass Menschen, dass Sie zur ISS fliegen? Ja, die Antwort ist natürlich vielschichtig. Jetzt mal auf die Experimente abgesehen, ist es so, dass wir in der Wissenschaft ja eigentlich die großen Entdeckungen immer dann gemacht haben, wenn wir ja Dinge gefunden haben, die wir gar nicht gesucht haben. Das heißt, wir haben ein Experiment, wir wollen einen Effekt vielleicht grundsätzlich untersuchen oder wir suchen ganz konkret nach einer Sache und finden eine andere Sache. So hat die Wissenschaft immer funktioniert. Wir können die nicht vorhersagen oder vorherplanen. Deswegen braucht die Wissenschaft auch immer eine gewisse Freiheit. Und da gehört es dazu, dass man auf unvorhergesehene Situationen auch reagieren kann. Und das ist eben nicht möglich, wenn man jetzt ein Experiment so baut, dass man es mit einem Roboterarm steuern kann, ist man einfach dran gebunden, was für Möglichkeiten, technische Möglichkeiten man da hat. Man kann nicht einfach eine Versuchsreihe nochmal wiederholen oder andersrum einbauen oder verlängern oder genauer sich anschauen oder dann doch Proben mit zurückzunehmen, obwohl es nicht geplant war.
all diese Freiheit und diese Intuitivität, die wir als Menschen, die Intuition, die wir als Menschen ja anbringen können, das ist was, was wir auf einer robotischen Plattform nicht hätten. Und es ist ja tatsächlich so, dass eigentlich die ISS zum Großteil, Sie haben es ja selbst erwähnt, eine robotische Plattform ist. Das heißt, wir als Menschen greifen nur in diese Versuche ein, in der wir es wirklich müssen. Das heißt, bei der Installation, und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie wir schnell Versuche in den Weltraum bringen, dadurch, dass wir als Menschen sie da hochfliegen, mit auf die ISS, sie relativ kurzzeitig installieren und dann laufen die autonom da weiter. Das heißt, wir haben Experimente, die von dem Konzept bis zur Durchführung nur 1,5 Jahre gebraucht haben. Das ist eine sehr kurze Zeit und das wäre normal sonst nicht möglich, wenn man jetzt ein Experiment auf einer robotischen Plattform fliegen müsste, weil der Wissenschaftler müsste sich da dann ja eben einen eigenen Satelliten für bauen oder sich da irgendwo einklinken. Das wird im Prinzip dann gemacht, wenn man das machen kann. Also die ESA ist da auch mit dran beteiligt. Also wir haben auch Sounding Rockets, das heißt, das sind so Experimentierraketen, die wir in den Weltraum befördern für wenige Minuten, um dort Experimente zu machen. Wir haben Forschungssatelliten. Aber eben, wenn wir wirklich auf Intuition angewiesen sind, und das ist es bei den großen wissenschaftlichen Entdeckungen immer, dann brauchen wir den Menschen. Das ist ein Teil dieser Antwort, warum wir überhaupt Menschen an Bord haben. Der zweite Teil, das ist wahrscheinlich sogar der wichtigere, ist, dass wir Menschen seit Jahrmillionen eine Spezies von Entdeckern sind oder je nachdem, wie man das Alter der Menschheit definieren will, Jahrhunderttausenden. Aber wir waren schon immer Entdecker, wir haben schon immer uns nach den neuen Lebensräumen umgeschaut, wie wir dort vielleicht leben können, wie es ist, dort zu sein. Und jetzt seit 50 Jahren haben wir Menschen die Möglichkeit, Raumfahrt zu betreiben. Und wir tun genau das, was wir schon immer getan haben. Wir dringen in diesen Lebensraum vor, der erstmal lebensfeindlich erscheint. Wir schauen, wie wir dort leben können, was für neue Perspektiven und Möglichkeiten er uns eröffnet. Und wir sind gerade in dieser Phase, wo wir als Menschen rausfliegen in den Weltraum und zu schauen, wie es dort ist, wie wir dort leben können, wie es ist, zurückzuschauen auf unsere Erde. Und das ist eben was uns ein Roboter nicht sagen kann, wie es sich anfühlt dort oben, wie es ist, als Mensch dort zu sein und zurückzuschauen auf unsere Erde. Noch eine kurze Nachfrage dazu, was die Faszination von Menschen da oben ausmacht, hat man ja auch gesehen, als der kanadische Astronaut Chris Hadfield diese berühmte Gitarreneinlage gebracht hat und den Song von David Bowie gesungen hat. Das wurde millionenfach angeklickt im Internet. Sie sind ja auch Botschafter da oben ein Stück weit. Haben Sie sich was überlegt, auch wenn es jetzt keine Gitarre ist, wie Sie versuchen wollen, in diesem halben Jahr diese Botschaft rüberzubringen, vielleicht die Menschen auch zu begeistern für das, was in diesem leuchtenden Punkt da oben, weil mehr kann man da nicht sehen von der Erde, was da passiert. Dankeschön. Ja, die Botschaft, die da so faszinierend war, ich habe mir das ja auch angeschaut, ich fand, was wirklich faszinierend war, eben genau das, dass wir einen Menschen hatten, der da oben auf der Raumstation lebt und der so ein bisschen von seinem Leben preisgegeben hat, geschaut hat, uns gezeigt hat, wie es ist, da oben zu sein, wie die Umgebung ist, wie es ist, runter auf die Erde zu schauen. Und er hat das mit seinen Mitteln gemacht, er hat eben Gitarre gespielt. Ich denke, generell ist es wichtig, dass wir die Öffentlichkeit daran teilhaben lassen, wie das Leben da oben ist. Und das plane ich. Also wir haben sehr viele Experimente geplant oder eben auch Aktivitäten, wo wir Schüler oder eben allgemein Menschen auf der Erde daran teilhaben lassen, dass wir Videos machen, dass wir Live-Calls machen, dass wir zeigen, wie es ist, als Mensch da oben zu sein, mit welchen vielleicht Schwierigkeiten wir dann tagüber zu kämpfen haben in der Schwerelosigkeit, was besonders einfach ist, was besonders toll ist, was anders ist, als wir uns gedacht haben. Und das möchte ich gern vermitteln. Und da haben wir eben einige Projekte. Wir haben zum Beispiel den Flying Classroom. Das ist ein Set von 7 Experimenten, das sich Schüler ausgedacht haben, die ich in dem Fall an Bord der Raumstation durchführen werde, nur mit Mitteln, die wir an Bord haben. Und da sind ein paar sehr interessante dabei. Ich habe da schon ein bisschen trainiert und da freue ich mich, das zurückzubringen zur Erde und eben so ein bisschen die Leute an meinem Leben da oben teilhaben zu lassen. Hallo, Johnny Passkamp von der Kölnischen Rundschau. Tag, Herr Gerst. Meine Frage schließt sich eigentlich so ein bisschen daran an. Ich habe mich gefragt, haben Sie ein persönliches Ziel, was Sie erreichen wollen? Also haben Sie sich ein Ziel gesetzt, was Sie unbedingt mitbringen wollen? Ja,
Es ist natürlich so, wenn man als Wissenschaftler auf die Raumstation fliegt, dann ist einem das natürlich sehr wichtig, dass eben die Wissenschaft da auch ein Stück vorankommt. Das ist ja eine unserer Hauptaufgaben auf der Raumstation und für mich ist es persönlich sehr wichtig, dass ich darauf achte, dass die Wissenschaftler eben alle zu ihren Daten kommen. Ich weiß selber, wie viel Herzblut da drin hängt, wenn man so ein wissenschaftliches Projekt startet, wenn man die ganze Ausrüstung baut, wenn man das versucht dann zu installieren, bei mir jetzt in der Antarktis, jetzt bei den Wissenschaftlern, mit denen ich zusammenarbeite auf der Raumstation. Ich weiß, dass da sehr viel Herzblut und sehr, sehr, sehr viel Arbeit dran hängt. Und natürlich ist es so, wenn ich da einen kleinen Fehler machen würde, dann könnte es womöglich sein, dass die Arbeit von Jahren zunichte gemacht würde. Und deswegen nehme ich das sehr ernst und schaue da wirklich drauf, dass ich dann mein Möglichstes tun werde, dass eben diese Experimente erfolgreich werden und dass wir wirklich auch was zurückbekommen. Das ist ein persönliches Ziel von mir, definitiv. Und natürlich ist es eben auch so, dass ich mir der Verantwortung bewusst bin, die ich da habe, dass ich in dieser einzigartigen Position bin, eben eine Perspektive einzufangen, die uns Menschen sonst unmöglich ist einzufangen. Dass im Moment 6 Menschen diesen Planeten umkreisen und von außen runterschauen und das war's. Das sind all diejenigen unserer Spezies, die im Moment diese Möglichkeit haben, unseren Planeten von außen zu sehen als blaue Kugel, die wir von außen als so verletzlich sehen können, mit einer hauchdünnen Atmosphäre, die eben als Steinkugel durch ein schwarzes Universum zieht, ihre Bahnen zieht und eben das Einzige ist, was wir Menschen haben als, manche sagen als Raumschiff, mit dem wir als Menschheit durchs Universum ziehen. Und wir hier auf der Erde manchmal uns nicht bewusst sind, wie verlässlich unser Planet ist. Die Ressourcen scheinen unendlich hier auf der Erde. Man macht sich nicht unbedingt Gedanken darüber, dass Energie ausgeht, dass die Umwelt verpestet wird, dass die Atmosphäre so dünn ist, dass wir mehr als 2/3 davon unter uns haben, wenn wir in einem ganz normalen Flugzeug fliegen. Was die Masse der Atmosphäre angeht, die ist so klein und so dünn. Und das ist eine Perspektive, die wir nur von da draußen wirklich einfangen können und zurückbringen können. Und für mich ist das eine große Verantwortung und ein wichtiges Ziel, dass ich das einfange und eben als Perspektive wieder mit zurück zur Erde bringen kann. Können Sie noch was dazu sagen, wie im Augenblick Ihr Tagesablauf aussieht? Im Augenblick ist mein Tagesablauf sehr dynamisch. Im Moment bin ich ja in Houston am Johnson Space Center am Trainieren und jetzt ist es so, kurz vorm Start, da bindet man noch so die ganzen losen Enden zusammen, wie man auf Amerikanisch sagt. Das heißt, alles das, was man noch nicht fertig trainiert hat, macht man noch fertig, macht ein Häkchen drunter und sagt so, okay, das ist jetzt soweit fertig. Man trainiert für viele wissenschaftlichen Experimente nochmal oder man sammelt Basisdaten, Vergleichsdaten für wissenschaftliche Experimente, die ich an mir selbst durchführen werde, humanphysiologische Experimente zum Immunsystem zum Beispiel, zu Knochenabbau, Muskelabbau, Arteriosklerose. Da gibt es sehr viele Experimente, wo wir Krankheiten erforschen, die wir jetzt hier in den letzten Wochen vorm Start nochmal schon auf der Erde durchführen, um Vergleichsdaten zu sammeln, für später dann für die Auswertung. Und das ist sehr individuell natürlich. Jedes Experiment ist dabei anders. Man hat andere Bedingungen, die man erfüllen muss. Und deswegen ist es so ein bisschen eine lose Zusammenstückelung von unterschiedlichsten Dingen, die ich jetzt hier erledige. Das macht mir sehr viel Spaß, weil das natürlich schon sehr relevant ist. Das sind Dinge, die ich eben innerhalb von ein paar Monaten dann wirklich auf der Raumstation nochmal durchführen werde. Dann habe ich Training, um im Raumanzug zu arbeiten. Ich habe jetzt vorgestern war ich in der NBL, das ist ein großes Wasserbecken, ein Tauchbecken, wo wir in einem wirklichen Raumanzug arbeiten, durchführen, für unsere EVA trainieren, die wir dann als Weltraumausstieg im Orbit durchführen werden, wo man dann ganz konkret die Dinge durchführt, die Gegenstände anfasst, die Experimente austauscht oder die Dinge wartet und repariert, die man dann auch im Orbit anfassen wird. Und so versucht man eben die letzten Fähigkeiten mir noch zu trainieren, die ich dann brauchen werde da oben, um so ein bisschen auch im Kurzzeitgedächtnis zu bleiben.
Und deswegen ist mein Tagesablauf im Moment sehr, wie gesagt, sehr dynamisch. Jetzt heute habe ich PR-Arbeit, das heißt, da muss ich auch mal früh aufstehen, um 6.30 Uhr hat es angefangen und wird heute Abend ausklingen, so bis 18 Uhr, 19 Uhr mit noch so ein bisschen Sport, der ja auch nicht zu kurz kommen soll in der Zeit. Ja, Ian Binnicken vom Social Media. Erstmal vielen Dank, Herr Gerst, dass Sie so aktiv auf Social Media sind. Meine einfache Frage ist eigentlich, was ist denn eigentlich Ihr Lieblingsexperiment? Und ja, können Sie das kurz beschreiben, wenn es das überhaupt gibt, das Lieblingsexperiment? Ja, die Frage ist natürlich sehr einfach. Was mein Lieblingsexperiment ist, nur die Antwort wird nicht ganz einfach sein, weil wir, wie gesagt, wir haben um die 160 Experimente an Bord unterschiedlichster Art und da ist es wirklich schwierig, sich was rauszupicken, was mein Lieblingsexperiment ist. Es gibt einiges, was mir selbst Spaß macht, natürlich von meinem Hintergrund aus als Erdwissenschaftler. Wir haben Versuche an Bord, in denen wir die Sonnenaktivität, das Sonnenwetter untersuchen. Das ist ja auch was uns als Menschen gefährlich werden kann. Wenn wir einen großen Sonnensturm haben, kann es sein, dass das weiträumig unter unser Elektrizitätsnetz flachlegt, lahmlegt. Und in dem Fall ist das eine sehr relevante Sache, die mich aber auch als Geowissenschaftler sehr interessiert. Dann haben wir Experimente auf technologischer Seite, wo wir wirklich ja, neue Materialien finden. Wir züchten zum Beispiel Proteinkristalle, die wir für spätere Medikamente auf der Erde notwendigerweise brauchen. Wir züchten oder untersuchen, wie wir die nächste Generation von Halbleiterkristallen herstellen. Das ist wirklich sehr relevant für die Computerproduktion der Zukunft. Wir erforschen neue Legierungen, wir machen uns den Effekt zunutze, dass sich Flüssigkeiten in der Schwerelosigkeit ganz anders vermischen als auf der Erde. Da können wir eben neue Materialien erforschen, weil wir zum Beispiel jetzt im Vergleich Wasser und Öl auf der Erde nicht vermischen können. Das entmischt sich immer. Im Weltraum ist das kein Problem und das können wir uns zunutze machen eben für ganz neue Materialien, die sich sonst nicht einfach vermischen lassen. Da könnte ich noch sehr viel länger weiterreden, weil wirklich von mindestens 50, 60 dieser Experimente ich wirklich auch mit meinen Händen sehr viel tun muss. Also das sind Experimente, die ich nicht nur einschalten werde, sondern wo ich auch wirklich in der Handschuhbox oder mit Werkzeugen wirklich rangehe und mit den Wissenschaftlern am Boden zusammenarbeite. Und ich denke, vielleicht lässt sich so auch am besten beschreiben, dass meine Lieblingsexperimente die sind, wo ich wirklich mit den Wissenschaftlern zusammenarbeite, die dann in der Funkverbindung zu mir hochgeschaltet sind, wo wir dann durch verschiedene Optionen durchgehen, wo der Wissenschaftler mir sagt, so ja, jetzt probieren wir doch mal diesen Versuchsaufbau oder was halten Sie davon, können wir vielleicht nochmal neu durchführen, wo ich so ein bisschen meine wissenschaftliche Intuition mit einbringen kann. Das sind die letztendlich, auf die ich mich am meisten freue. Thomas Brucksch von Raumfahrer.net. Herr Gerst, Sie sind ein halbes Jahr dann weg. Morgen. Wie halten Sie sich in dieser Zeit eigentlich auf dem Laufenden? Es passiert auf der Erde eine ganze Menge. Haben Sie Internetanschluss? Zeitungen bekommen Sie wahrscheinlich nicht. Wie können Sie sich auf dem Laufenden halten? Ja, wir sind tatsächlich von diesem Planeten weg, aber rein sozial gesehen sind wir gar nicht so weit weg, wie man sich das vorstellen mag oder wie es früher mal der Fall war. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe eine Antarktisreise auf einem Eisbrecher, einem deutschen Eisbrecher Polarstern gemacht und damals gab es alle paar Tage mal eine E-Mail-Synchronisation und einmal am Tag gab es über Funk Nachrichten übermittelt. Da war ich weiter weg, im Prinzip informationstechnisch gesehen, als auf der Raumstation, weil wir jetzt im Moment auf der Raumstation tatsächlich eine relativ konstante Verbindung haben. Das heißt, ich habe ins Kontrollzentrum eine E-Mail-Verbindung. Ich kann praktisch spezielle E-Mails auf eine spezielle E-Mail-Adresse empfangen, auch von Freunden von mir. Ich kann Nachrichten im Prinzip im Internet verzögert schauen. Das heißt, wir haben eine Abteilung des Crew Supports, die mir bestimmte Zeitungen, die ich mir ausgesucht habe, bestimmte Nachrichtensendungen aufnehmen und dann per Funk hochschicken. Das heißt, ich habe die dann so ein bisschen verzögert, vielleicht 12 Stunden
verzögert oben an Bord der Raumstation und kann mir die auch anschauen. Ich habe im Prinzip eine Telefonverbindung zu meiner Familie und habe einmal die Woche auch die Möglichkeit, eine Videokonferenz mit ihnen durchzuführen. Das heißt, letztendlich ist man gar nicht so weit entfernt. Ich habe mir das erst vor ein paar Tagen wirklich bewusst gemacht, dass es von der Raumstation manchmal einfacher ist zu kommunizieren, als wenn man jetzt hier im Training ist. Wenn ich zum Beispiel in Japan im Training bin durch die Zeitverschiebung, ist es manchmal sehr schwierig, gut zu kommunizieren mit der Familie zu Hause. Das wird auf der Raumstation eigentlich einfacher, weil wir auf der Raumstation nach UTC-Sternzeit arbeiten. Das heißt, das ist die Zeit, die wir auch in London, in Greenwich haben. Und die ist in Bezug zur deutschen Zeit nur um 2 Stunden verschoben. Und das macht es eigentlich sehr einfach. Herr Gerst, nochmal Hildebrand. In den letzten Monaten ist ja die Laufzeit der ISS bis 2024 verlängert worden. Das heißt also, rein technisch wäre es auch bis 2028 möglich. Und die Begründung für die Verlängerung war unter anderem, dass die ISS ja sozusagen als Zwischenstation für Mars-Missionen dienen sollte. Dann habe ich dazu 2 Fragen an Sie. Einmal, wie kann man sich diese Zwischenstation vorstellen bei einer Laufzeit bis 2024? Denn bis dahin wird es ja wohl keine Mars-Mission geben. Und das Zweite ist, an was konkret denkt man denn dann bei dieser Zwischenstation? Ist das eine technische Geschichte? Wie sieht es aus? Ja, letztendlich kann man an der Verlängerung der Laufzeit der ISS erstmal sehen, wie wertvoll die den Partnern ist, die sie gebaut haben. Dass wir sehen, wir kriegen da wissenschaftliche Daten raus, wir haben da einen Schritt ins All, einen Fuß in der Tür, um es mal salopp zu sagen, für weitere Missionen ins All. Die ist uns so wichtig, dass wir das weiter verlängern und nochmal ab jetzt 10 Jahre wirklich da oben auf der Raumstation forschen und neue Erkenntnisse gewinnen. Zu diesen Erkenntnissen gehören eben auch, dass wir lernen, wie wir über längere Zeit im Weltraum leben können. Wir haben jetzt Missionen, die teilweise ein Jahr dauern. Das heißt, wir lernen, wie sich der Körper im Weltall entwickelt, wenn man wirklich über längere Zeiträume dort ist. Wie wir Lebenserhaltungssysteme bauen und testen können, die funktionieren und die eben auch für einen gewissen Zeitraum funktionieren, ohne dass wir als Menschen und dass wir als Bodenkontrolle dann eingreifen können. Das heißt, das müssen Systeme sein, die wir als Astronauten warten können. Und das sind dann natürlich Systeme, ein System von vielen, um die wir uns kümmern müssen. Das heißt, das muss relativ einfach zu warten sein. All das müssen wir lernen und dafür haben wir die internationale Raumstation. Das sind Dinge, die wir nicht auf dem Boden lernen können und die wir wirklich lernen müssen, bevor wir uns weiter rauswagen. Weil natürlich, wenn man auf dem Weg zum Mars ist und dann das Lebenserhaltungssystem ausfällt, weil irgendein Effekt auftritt, an den man nicht gedacht hat, über 2 Jahre hinweg, dann hat man natürlich ein riesiges Problem. Und das muss man vorher testen. Und dafür haben wir die internationale Raumstation. Ich habe selbst 1-2 Experimente an Bord, in denen ich versuche, Experimente durchzuführen mit einer Zeitverzögerung in der Kommunikation. Die wird künstlich eingeführt, um zu testen, wie das ist, ob das stört, wie man das verbessern kann, wie man die Kommunikation zwischen Bodenkontrolle und Astronaut optimieren kann, wenn man diese Zeitverzögerung hat. Dann haben wir Systeme, die sehr komplex sind, die haben wir extra deshalb ausgewählt, weil sie komplex sind, die normalerweise nicht von den Astronauten gesteuert werden, sondern die komplett von der Bodenkontrolle gesteuert werden. Die haben wir hergenommen und haben Prozeduren eingeführt und die werde ich dann steuern. Da haben wir den TOCA, das ist der Total Organic Carbon Analyzer, das ist ein Analysegerät für Kohlenwasserstoffe an Bord. Und dann wird getestet, inwieweit das möglich ist, mich ohne weiteres Training dieses Gerät bedienen zu lassen. Die Bodenstation, die beobachtet es natürlich und die würde im Fall, dass wirklich was schief geht dabei, mir helfen. Aber die Idee ist, dass ich das System ohne Training und nur mit der Hilfe von einem Computer Computerhilfesystem, so wie man das von zu Hause vom Computer kennt, dass ich das da bediene und eben Probleme löse, ohne dass ich mit der Bodenkontrolle darüber spreche. Und das ist eins von mehreren Experimenten, die wir tun, um wirklich zu lernen, wie wir weiter rausfliegen können und dann da autonom arbeiten können, ohne dass wir jemand haben, der uns gleich zur Hilfe kommt.
Und noch eine Frage zu den Experimenten allgemein. Wie schwierig ist es denn, wenn ich jetzt zum Beispiel als Universitätsinstitut ein Experiment auf der ISS machen lassen will, wie schwierig ist es denn, einen Experimentierplatz zu bekommen? Wie groß ist die Konkurrenz? Haben Sie einen gewissen Rückstau? Und wie ist überhaupt die Nachfrage nach den Plätzen nach den Experimentierplätzen im Columbus-Modul? Ja, die Nachfrage ist sehr hoch. Wir haben da im Moment in einigen Jahren dauernden Rückstau, weil wir wirklich so viele Anfragen haben, mehr als wir bearbeiten können. Es ist erstmal nicht einfach als Wissenschaftler, ein Experiment da auf Columbus zu kriegen, weil man erstmal natürlich beweisen muss, dass man das Experiment nicht einfach auf der Erde durchführen könnte. Das heißt, man muss erstmal zeigen, dass man relevante Wissenschaft macht, dass das wirklich wichtig ist für uns hier auf der Erde oder eben auch für Forschung im Weltraum, für den Weltraum, für weiteres Wissen, für weitere Expeditionen. Und dann muss man eben zeigen können, dass man das nicht auf der Erde irgendwie simulieren kann oder an einem Fallturm oder in anderen Möglichkeiten der Schwerelosigkeit. Man hat ja zum Beispiel Parabelflüge, wo man mal 23 Sekunden Schwerelosigkeit erzeugen kann, dass man das Experiment da nicht durchführen kann, sondern dass das wirklich auf die Raumstation muss. Und wenn Sie das zeigen können, dann können Sie sich an die ESA wenden im Prinzip und die hilft dann in dem Fall mit der Hardware. Das heißt, dass die Ausrüstung, wie man die so baut, dass man das Experiment auf der Raumstation durchführen kann, das wissen ja die Wissenschaftler im Allgemeinen nicht, weil sie eben an Forschungslabore auf der Erde gewöhnt sind. Das heißt, da gibt die ESA Hilfestellung, wenn sie ein Experiment hat, dass sie sieht, dass es wert ist, in der Raumstation durchzuführen. Und von dem Zeitpunkt aus hängt es dann eben davon ab, auf welches Gerät sie wollen, also welchen Experimentierschrank, welches Labor im Orbit sie benutzen wollen. Also ob sie jetzt das Fluid Science Laboratorium, das Fluid Wissenschaftslaboratorium in Columbus verwenden wollen oder das Physiologiemodul und welche Experimente dann dafür anstehen. Dann muss das natürlich auch trainiert werden. Aber letztendlich ist es so, dass je nachdem, was für ein Experiment Sie haben, wenn Sie ein Experiment haben, das relativ autonom gebaut ist, also autonom handelnd gebaut ist, das heißt, wo nicht viele Eingriffe vom Astronauten hin müssen und Sie ein sehr relevantes Thema haben, dann kann es auch sein, dass es um die anderthalb Jahre dauert, von der Idee bis zur Durchführung. Es kann aber auch eben länger dauern, je nachdem, was für Ausrüstungsgegenstände Sie fliegen müssen oder entwickeln müssen. Dirk Wagner nochmal vom Hessischen Rundfunk, HR Info. Herr Gerst, Sie haben vorhin auch geschildert und auch bei früheren Interviews schon, wie intensiv Sie Russisch lernen mussten. Was ist denn eigentlich die Bordsprache auf der ISS? Und das wird wahrscheinlich ja im Training auch schon so sein. Endet das auch mal im Kauderwelsch, dass man zwischen den Sprachen einfach hin und her schaltet? Ja, das haben Sie schon sehr gut zusammengefasst. Tatsächlich ist es in der Praxis so, dass man sich oft so ein bisschen gemischt unterhält. Also ganz offiziell ist die Bordsprache auf der ISS Englisch, vor allem auch für mich, weil ich hier auf dem amerikanischen, europäischen Teil der Raumstation arbeiten werde. Und dort eben die Sprache auch mit der Bodenkontrolle auf Englisch stattfindet. Dann gibt es eben aber auch den russischen Teil der Raumstation, wo wir natürlich auch ab und zu arbeiten müssen werden oder können in dem Fall, weil es natürlich auch toll ist, mit den russischen Kollegen zusammenzuarbeiten. Und eben der Start der Soyuz-Rakete von Kasachstan aus bis zur Raumstation, das alles ist auf Russisch. Das heißt, da müssen wir uns auch mit der Bodenkontrolle auf Russisch unterhalten. Auch innerhalb der Soyuz-Kapsel werde ich mich mit auf Russisch unterhalten. Sogar selbst mit meinem amerikanischen Mannschaftskamerad Reed Wiseman werde ich mich auf Russisch unterhalten während des Starts, damit die Bodenkontrolle eben versteht, auch was wir untereinander besprechen. Und dafür muss man Russisch gut können. Letztendlich ist es so, dass jeder von uns so ein bisschen versucht, dann die Fremdsprache zu üben. Das heißt, mit den russischen Kosmonauten versuche ich mich auf Russisch zu unterhalten. Leider ist das immer so, dass sie dann natürlich auf Englisch antworten, weil die Englisch üben wollen. Und letztendlich ist es dann hin und her, dass man immer versucht, das zu sagen, was man gerade kann, auf der Sprache, in der man es gerade kann. Ich finde Russisch eine tolle Sprache und ich möchte das auch in Zukunft nicht verlernen, deswegen ist mir schon wichtig, dass ich das auch da oben verwenden werde.
Ja, Ihren Bedenken nochmal. Eine Frage von aus dem Social Media, die mir gerade ereilt ist. Werden Sie auch Fotos machen, wie zum Beispiel Paolo Nespoli von der Erde? Und wie viele IWAs stehen an? Ja, selbstverständlich werde ich Bilder machen von der Erde. Ich denke, das ist eins von meiner Hauptbeschäftigung da oben. Ich denke, wenn man mal in diesem Cupola-Fenster ist und mit der Nase am Fenster klebt sozusagen, in Wirklichkeit sollte man das natürlich nicht tun, mit der Nase am Fenster, wird es schwer sein, mich da wieder wegzubringen mit der Kamera. Von den EVAs haben wir im Moment auf US-amerikanischer Seite 3 geplant und auf russischer Seite 2 bis 3. Im Moment ist das noch nicht so ganz klar, wie viele genau und an welchem Datum. Aber wir trainieren da drauf. Also das heißt, auf unserer Seite, auf amerikanischer Seite im amerikanischen Raumanzug haben wir eine zur Rekonfigurierung des Kühlsystems an der Außenhaut, am Truss der Raumstation, dann eine weitere, auf die ich trainiere, wo wir auch Teile des Pumpenmoduls wieder an seine originale Konfiguration bringen. Das ist ja letztes Jahr, gab es ja einen Ausfall von einem Pumpensystem, das musste ausgetauscht werden. Und da ist ein Teil davon noch im Normalzustand. Den bringen wir wieder in Normalzustand. Wir haben ein paar Dinge, die wir sonst auch außen an der Raumstation austauschen, warten wollen. Es gibt zum Beispiel Kameras, Lichter, die wir austauschen, Kabel, die wir installieren, um die Raumstation noch ein bisschen mobiler zu machen. Also wir haben da eine Basis für den Roboterarm an der Raumstation. Der kann an der Raumstation außen entlang fahren. Der hat da so einen kleinen Wagen, an dem er da entlangfahren kann. Für den müssen wir ein Kabel installieren, damit er das noch flexibler tun kann in der Zukunft. Und es gibt eben einige Dinge, die nach der Zeit anfallen, die man an so einer Station außen austauschen müssen. Und das heißt, es kann sein, dass da noch Aufgaben dazukommen, die wir dann erst im Orbit erfahren, was wir draußen zu tun haben. Im Moment sind die im Zeitraum vom Juli geplant und da trainiere ich eben im Moment drauf, aber man darf sich da nicht so sehr drauf versteifen, weil das doch ein sehr dynamisches Thema ist. Also es kann sein, dass sich die Zeit noch verschiebt, dass sich die Anzahl verschiebt. Kann natürlich immer sein, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert und dass man dann plötzlich andere Prioritäten hat. Das wird sich dann so im Monat zuvor dann erst wirklich verfestigen, was wir dann genau dann tun. Vielen Dank, Alexander Gerst. Vielen Dank an Sie. Die letzte Frage geht an mich oder für mich eigentlich. Wie Sie vielleicht erfahren haben, der französische ESA-Astronaut Thomas Pesquet, das ist heute bekannt gemacht worden in Paris, in den Headquarter von der ESA, dass er für eine Mission im späten 2016 ausgewählt wurde. Alexander Gerst, Sie stehen am Ende von dem Training. Wenn Sie einen Ratschlag an dem Thomas Pesquet, an Ihren Kollegen geben würden, welchen wäre das? Oh, da müsste ich mal eine Weile überlegen. Da gibt es einiges, die sich so aus diesen praktischen Gegebenheiten im Training ergeben haben. Es ist ja so, dass man für dieses Training an so vielen Orten trainiert, dass man in Moskau, in Köln, am JSC trainiert, dass es bei mir sogar so war, dass ich drei Apartments gemietet habe, mit meinem Haushalt verdreifacht habe und den jetzt wieder zusammensammeln muss. Meine Partnerin grauzte auch schon, dass es alles wieder nach Hause kommt und alles in meinen Kleiderschrank passen muss, was ich so in den Lauf der Jahre in den unterschiedlichen Lokationen zusammengesammelt habe. Ich denke, da gibt es einiges, über das wir uns unterhalten werden, Thomas und ich, und an dem ich meine Perspektive mal sagen kann. Ich denke, die größte Nachricht ist, oder die wichtigste für mich war, dass das sehr lang sich anfühlt, wenn man nominiert wird, dass es 3 Jahre in der Zukunft ist. Das heißt, man denkt, hat so viele Jahre bis zum Start und das fühlt sich noch ewig hin an. Die Zeit verfliegt aber, merkt man. Und mein Tipp deswegen wäre, dass man die Zeit nutzt, dass man die Zeit, die man hat an den Trainingsorten, dass man die auch mal nutzt, um am Wochenende irgendwo hinzufahren, sich das Land anschaut und die Dinge,
die man denkt, die man tun muss, aber man noch lange dafür Zeit hat, dass man die ziemlich am Anfang erledigt. Die Zeit fliegt, das habe ich gemerkt. Jetzt das letzte Jahr ist rumgegangen wie im Nu und jetzt ist mein Start, steht vor der Tür. Das ist unglaublich, wie schnell das dann am Schluss geht und das sollte man am Anfang mit einberechnen. Ja, das klingt nach einem sehr guten Tipp. Vielen Dank, Alexander Gerst. Vielen Dank, liebe Vertreter der Medien und die, die uns im Internet verfolgt haben. Und jetzt bleibt nur noch übrig, die magischen Worte zu sagen. Houston, this concludes the event. Und ich bedanke mich nochmal. Tschüss. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite zurück nach Köln und alles Gute.